Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde nochmal wieder. So, zweiter Versuch. Clüdi schwebt. Was ist? Clüdi schwebt nicht mehr. Um Himmels Willen, was ist los mit DBD? Wir haben Ruin und wir haben Spirit. Okay. Den Jenny hier hinten müssten wir eigentlich nicht machen. Sollten wir eigentlich nicht machen. Um den fürs Endgame zu lassen. Also für die letzten Generatoren. Man müsste die aus der Mitte rausnehmen. Aber Spirit, ich habe schon lange nicht mehr gegen Spirit gespielt. Ich weiß gar nicht, wann ihr dieses Video seht. Ob Spirit schon genervt ist. Und ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Ich habe das nur irgendwo gelesen. Angeblich, diese neue Überlebende, die da kommen soll oder schon da ist mittlerweile, soll ja eine Art Hexe sein. Und zum Beispiel Spirit sieht sie nur, wenn sie in ihrer Nähe ist. Also ich weiß nicht genau, wie das mit Spirit zusammenhängt und warum, weshalb. Aber ich fände das interessant. An der Scheck wird jemand gejagt. Ich weiß auch nicht, ob Spirit gegebenenfalls auch verteufelten Boden dabei hat. Aber das Totem hier machen wir gleich mal kurz weg. Machen wir nicht. Machen wir später. Wir wissen ja, wo es ist. Es steht sehr offensichtlich. Bin mir nicht sicher. Wenn wir jetzt den Boden haben, Yui ist gerade eh in der Jagd und verletzt. Oh, moin. Entschuldigung, ich dachte, das ist vielleicht doch Ruin. Oh Gott, wenn sie jetzt Barbecue hat. Sieht sie mich nicht. Clüdi, du bist one hit. Ich muss warten, bis der Boden abgelaufen ist. Clüdi, du machst das super. Ich mag das Klicki-Klicki nicht, aber du hast Glück, dass ich nett bin. Aber es ist halt wirklich doof, wenn du eiserner Wille hast. Deine Survivor hören nicht, dass du verletzt bist. Und wie machst du sonst auf dich aufmerksam, dass du bitte Heilung brauchst? Das ist schon schwierig. Wir sind sehr weit weg. Und das war Ruin. Es sind mindestens drei Totems weg. Wir wissen, wo eins noch ist.
dachte, sie kommen zu mir. Bin einen Umweg gelaufen. Wir müssen die Gens aus der Mitte rausnehmen. Was? Was? Ich wollte Ace, aber sie wollte nicht. Ist okay, ich hing noch nicht. Gott, wir haben aber zwei Leute, die sind tot am Haken. Wir haben erst zwei Gens an. Mori. Ich weiß nicht, wo die Luke ist. Oh, Leute, klicki, klicki. Barbecue. Ihr habt doch einen Finger zum Zeigen. Mensch. Ich werde als letztes am Haken hängen, ohne Chance zu springen. Auf jeden Fall ein pinkes Mori. Die Luke ist auch noch nicht da. Uiuiui.
glaube, ich hätte lieber die Runde of the Game gespielt. So, Killer weiß jetzt gleich, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich sollte nicht hier hinter, ne? Hier werden alle Paletten weg sein. Stand dort so ein dummer Reifenstapel. Sie hört mich. Ich bin halt einfach mega laut. Geh noch langsamer durchs Fenster. Was war das jetzt? Judy? Das ist keine Geline. Du bist doch doof. Bye. Dachte sie, Moritz sie. Und ich hätte vielleicht mit etwas Glück die Luke finden können. Schade. Ach, schade. Muss aber trotzdem sagen, ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Es war okay. Gab Runden, da habe ich definitiv weniger beigetragen. Aber raus sind wir trotzdem nicht gekommen. Und die Luke war bei Klödi, okay. Deswegen hat sie mich vielleicht dann doch noch geholt. Ich weiß es nicht. Schade. Zweite Pokal. Was ist das für Deutsch? Zweite Pokal. Aber gut, ja. Wir hatten Ruinen, wir hatten Barbecue, wir hatten den Boden und sie hatte Uneinigkeit. Sie hat immer gesehen, wenn wir mindestens zu zweit am Gen waren. Ja. Und rotes Mori. Vieles wussten wir schon. Keine große Überraschung. Schade. Ich wäre gern rausgekommen, aber es ist, wie es ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns sehr gern in einer der nächsten Folgen wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt noch einen tollen Tag, bleibt gesund und macht's gut. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bis dahin.